Val Gardena, the Valley of Ladins, Climbers, and Carvers of Religious Objects. Ich bin ein Ladiner. Ich habe hier Gidamon zu. Ich stehe hier auf den Berg zu gehen. The landscape of Val Gardena is dominated by the great peaks of the Dolomites, also known as the Pale Mountains. The area is now a mecca for lovers of mountain sports. But only 100 years ago, it was the scenery of bloody conflict, leading to thousands of deaths. The Dolomites of Val Gardena are also home to ancient legends, myths, and sagas, featuring giants and witches who pester the local inhabitants. The majestic peaks of the Dolomites reach towards the sky. Bare rocks and vertical walls seem to touch the clouds. The Val Gardena stretches for a distance of 25 kilometers, framed by the jagged contours of these southern limestone Alps. About 10,000 people live in the three municipalities of Ortisei, Santa Cristina and Selva, surrounded by the Gardenese Dolomites. Rising above these three towns are the imposing Sella Massif and the king of the Gardena Mountains, the Sassolungo. An intricate maze of paths snake around these famous rocky mountains and beyond. A network created in extreme conditions by the Kaiserjäger and the Alpini during a futile war of position. Nowadays, these paths, built with blood and sweat, are used by hikers and mountain bikers exploring this extraordinary landscape. Also wenn man jetzt mit dem Radl die Wege fährt, dann ist natürlich, also das imponiert einen. Also die Berglandschaft und die Natur, das Schöne, was wir da haben, also bei den Dolomiten. Auf der anderen Seite also immer im Hinterkopf, dass da sozusagen die Großväter im Krieg gekämpft haben, gefallen sein und ja, also in die Jugendjahren, also in meinem Alter oder auch noch jüngere, was da gestorben sein und gelitten haben. Und das von einem Tag auf den anderen, nicht? Ob sie wollten oder nicht. Possibly the most beautiful mountains in the Alps were once the scene of ferocious combat during the First World War. The winter of 1916-17 was one of the hardest and coldest on record. Up on the front line, the snow grew deeper and deeper. But despite such harsh conditions, these positions at over 2,000 meters still had to be constantly manned to prevent the advance of the enemy. The strife between men was also a struggle between men and the mountains. Despite the buildup of snow and the icy cold of the high peaks, neither side retreated. The Austrian Kaiserjäger fiercely defended their homeland, and the Italians continued to attack. By the end of the war in 1918, about 180,000 men had died along the Dolomite front. One third of these deaths were due to frost, snow, and avalanches. Mountain bike trails in Val Gardena have a story behind them. When locally born Sebastian Canins rides here, he is retracing the route of his forebears who created these paths. Mein Uropa sozusagen, der war aus St. Ulrich und dort ist es sozusagen das Grüner Bandel vorbeikam. Das ist eben von Klausen bis Eine Plan gefahren und hat
das ganze Material sozusagen an die Front geliefert. Also sie haben es sich dann vom Plan abgeholt und dann zu Fuß auf die transportieren müssen über diese Wege. Und den Zug haben sozusagen russische Gefangene errichtet. Es waren, glaube ich, 60.000 russische Gefangene, die was da in der Zugbevölkerung noch Hunger gelitten haben in den Jahren. Also die waren dann schon wirklich ganz unten. Und heutzutage sozusagen ist das meine Arbeit, also die Wege zu zeigen, zu erklären, die Landschaft zu erklären. The Gardena Mountain Guide Manfred Stuffer is also familiar with the old paths up the front, some of which are now used as Via Ferrata routes. Weil der Rettungsdeck kann eigentlich auch jeder machen, kann man auch selbstständig machen. Wenn meine Leute das einmal lernen, dann können sie auch alleine einen Klettersteig machen und eigentlich die Berge so erleben, wie ich sie erlebe. Und wenn ich sehe, dass meine Leute das Erlebnis haben, das ist für mich die erste Freiheit als Bergführer. Today, Manfred Stuffer is climbing to the top of the Chir with two young people from the Val Gardena. Genau. Alexia und Elena. Es ist aber schon ein Jahr als Gipfel eigentlich. Schaffe ich das schon? Das schaffst du schon, keine Angst. Okay. Das sehen, das machen wir. Sag schon mal. So. Und man meint allem, die Einheimischen, die gehen alle auf den Berg. Eine von den zwei, die Elena, die ist noch nie einen Klettersteig gegangen. Und deswegen werden wir heute einen relativ kurzen Klettersteig machen, einen gemütlichen, die kleine Zierspitze. Das ist eine ideale Einsteigertour. From the Pista Chir at Passo Gardena, the three climbers have breathtaking views of the surrounding mountains and the pastures nestling between them. The Alpe di Siusi boasts the largest open mountain pasture in all Europe. There are no fences and the grazing rights date back to the medieval times. Until the 19th century, the Kastelrutherische Seiser Almzettel was read out here every day, a document setting out these rites. Just like his forebears, Ludwig Hofer still cuts the hay in his meadows by hand, using a scythe. Und zum einen, es ist nicht so schier, weil sie haben Steine und ziemlich bucklig, gell? Aber ich bin ja jetzt seit 48 Jahren da. Jedes Jahr haben wir gemeint, weil es ist so 3 Hektar oder mal 5 Hektar, so wie es passt. Auch wenn es mehr ist, meint man mehr. Wenn es wenig, wenn es gehagelt hat, fällt ganz fest, wie heuer hat es 5-mal gehagelt, da, wo die steile Stücke sind, da ist nichts mehr. Aber da ist ganz schön, aber es ist halt bucklig und steinig. Nein, ich mache schon gern das da. The grass he can't reach because of the steep, stony ground will be left for his cows and the donkeys. Ich habe die Esel hier seit 10 Jahren, sagen wir. Das ist ein Vorteil für die Weide. Weil was die Kühe nicht fressen, fressen sie dann noch. Die Esel. Weil ich lasse die hier, bis der Boden friert. Bis Mitte November lasse ich. Ludwig Hofer also keeps his Piera Longia hut open for visitors, serving them homemade products such as cheese, Speck, smoked sausage and the typical South Tyrolean crisp bread called Schüttelbrot. Tourism is now the most important economic sector in Val Gardena. There are just a few people who are not involved in tourism in some way. Val Gardena is also the valley of wood carvers, a centuries-old tradition for the Ladin people. During the long, harsh winter months, there was plenty of time for both useful and creative work. At first, they just made items for everyday use at home or in the farmhouses. Later on, they began to carve sacred objects. Madonnas, saints, and figures for Christmas cribs. The craft has been handed down over the generations.
Ich bin ja nur mit meiner Frau traurig gegangen, Frau Schätz. Die Baum selber schneiden und durchziehen mit den Schlitten. Normal haben die ja die ganzen kleinen Figuren, was noch im Museum sein, haben sie sogar ein Fichte gehabt, nicht ein Zirbelholz. Eben weil Fichte war billiger und Zirbelholz war begehrter, weil da haben sie die großen Figuren gemacht. Ich habe zwar ganz wenige große Figuren gemacht, weil ich eben früher weggegangen bin. Wood carving used to be a male prerogative, but Helene Demetz from Artisei has broken with tradition, making a name for herself as a female woodcarver. She makes statues of saints, crucifixes, Madonnas, and also secular objects. Each piece is unique and carefully hand-carved. Die Frauen haben die kleinen Sachen geschnitzt und die Männer die größeren Sachen. Das war schon so damals und das ist vielleicht jetzt noch in die Köpfe der Menschen, dass das so ist. Aber ich sehe da kein Problem für einen Mann, kleine Sachen schnitzen. Ich schnitze ganz gern so bei der Schnitzbank sitzend. Da wird man ganz ruhig. Es ist eine angenehme Arbeit. The word Katzelmacher originates in Val Gardena. Literally translated as kitten makers, it is now considered a derogatory term by Italians. However, until the end of the First World War, it had no negative connotations. During Austro-Hungarian rule, the Gardena people were well regarded throughout the kingdom, including in the capital Vienna, and were known for carving household utensils such as bowl, cutlery, and wooden ladles called Gatzel. Praktisch ist da fünfte Generation in der Werkstatt, die weiterarbeitet. Leider geht es jetzt noch Ende, weil meine Buben, die nicht Bildhauer, ne? Andere ist Architekt, zählt schon. Na, der hat auch schon ein bisschen an Ader, sagen wir ja so. Climbing with a steel rope that keeps you safe is very different from free climbing on an exposed wall in the Dolomites, as we will see shortly. The bond with their homeland, a love of nature and the passion for the mountains. This is what the mountain guide Manfred Stuffer tries to convey his young companions, Alexia and Elena, as they climb the Via Ferrata on the Piz da Cira. So, jetzt zeige ich, wie man sich zuhängt. The Via Ferrata routes are mountain paths equipped with steel ropes and iron ladders or foot pegs. They do not involve any major risks, as long as you use the correct techniques and obey the safety rules. The girls are right to proceed very carefully, as this is their first experience of climbing a Via Ferrata. Geht genug, gell? Ja. Angst? Ja. Securely fastened to the rope, Alexia and Elena are climbing the partly vertical walls using the iron ladders and steps. It's a really unique experience. The exposed rock faces of the Val Gardena Dolomites have attracted all sorts of extreme climbers for over a century. Reinhold Messner's son Simon and his friend Martin De Jori are constantly looking for new challenges here in the Seller Group. Als ich mit dem Klettern anfing, zum 15, vielleicht 16 Jahre, hatte ich noch recht starke Höhenangst. Ich habe das immer als beklemmend oder als hinderlich empfunden. Aber das hat sich heute gedreht. Natürlich habe ich noch Ängste im Gebirge, auch der Martin, wenn er eine schwere Stelle klettert, jetzt in der Civetta wieder bei einer Erstbegehung. Natürlich sind Ängste dabei. Und die sind auch wichtig, weil sie machen einen wachsamer und vielleicht auch irgendwie präsenter und aufmerksamer im Gebirge. Ganz interessant, ich habe meistens oder öfter mehr Angst, wenn ich einem Vorsteiger zuschaue, als wenn ich selber klettere. Mein Sohn Simon ist sehr spät zum Bergsteigen und zum Klettern gekommen. Er hatte als Kind
Höhenangst. Wir waren auf dem Similaun, da war er 3-4 Jahre alt und hatte Mühe, natürlich in diese Stufen hinaufzusteigen. Und oben hat er dann doch gespürt, da geht es überall runter. Später hat er das völlig verloren und ist dann zum Kletterer geworden. Und zwar zuerst zum Felskletterer in den Dolomiten. Es gibt ja kein schöneres Klettergebiet als in den Dolomiten. Wir haben zusammen noch Touren gemacht. Er hat dann angefangen, die extremen Touren zu machen, die schwierigsten Touren der heutigen Zeit. Hat auch viele Erstbegehungen in den Dolomiten bereits hinter sich. Aber auch für ihn gilt, das Bergsteigen ist nicht nur eine sportliche Erscheinung. Also ich verbinde mit den Dolomiten als Kletterpotenzial sehr viel. Das heißt, ich musste eigentlich gar nicht weit wegfliegen oder wegreisen, um klettern gehen zu können, sondern ich empfinde es immer, wenn ich hier klettern darf, als Art Urlaub, als Art Ausstieg aus dem Alltag. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, weil natürlich bin ich auch Sportkletterer, das heißt in abgebohrten, in eingebohrten Routen kletternd bin ich gern unterwegs. Aber ich empfinde mit dem Klettern viel mehr, das heißt in einer alpin abgesicherten Tour bin ich am liebsten unterwegs und es ist mir sehr wichtig, dass dieser weiterhin für nächste Generationen erhalten bleibt. The Gardena people are as keen to protect and tend the Dolomites as they are to maintain their local language, Ladin. Here in Val Gardena, they speak Sella Ladin. This differs slightly from the form of Ladin spoken elsewhere, for example in the provinces of Trento and Belluno. When the inhabitants of Val Gardena meet each other, they prefer to use their native language. Over 90% of their population here is Ladin. When the tlasu marcha, when the la roba kenstas asun lok da pauch, na zondan talut verzura, ida trajang un put verdura dinsta, ma dan talut la verzura ke jetkal tamp adida dinsta od auton me fun dan talut. Also ich verkaufe hofeigene Produkte und hauptsächlich Obst, manchmal auch Gemüse im Sommer, aber ich habe mehr Obst eben als Gemüse. The Ladin language dates back to the time of Roman settlements in the Alpine Arc. Over many generations, the Raetian population assimilated the language of the Roman officials and soldiers, creating a form of Vulgar Latin or Ladin. Hier in den Dolomiten gibt es eben diese 5 ladinischen Täler, die vom Sella-Massiv sternförmartig ausgehen. Das ist das Gardatal, Gröden, Fassa, Buchenstein und Cortina. Es gibt eine Schriftsprache, so schreiben wir hier im Gardatal Ladin de la Valbadia, das Gardatal-Ladinische, das normiert ist von Longega bis hinauf nach Colfusch. Jede Gemeinde schreibt in der gleichen Form. In Gröden das gleiche, Buchenstein, Fassa und so weiter ebenso. Also jede Talschaft hat ein Schriftidiom, das normiert und kodifiziert ist. Ladin has always been taught in local schools, in addition to German and Italian. However, in daily life, the 10,000 or so inhabitants of the valley communicate almost exclusively in their native language of Ladin. The signs for the villages and paths are obviously in all 3 languages. Ladin is recognized as one of the 3 official languages of South Tyrol. Less than 4% of South Tyroleans speak Ladin. An important part of the Ladin cultural heritage with regard to language is in the form of popular songs, which are passed down through the generations. Gardena, Gardena, your mountains shine golden, reflecting each other, sings the Val Gardena Men's Choir in the Song of Sassolungo.
Imposing and tantalizingly beautiful, Mount Sassolungo rises high above the Val Gardena. It is therefore no wonder that the valley's most famous son, the actor and director Luis Trenka, seized every opportunity to draw attention to this symbol of his homeland. In Latin, the Sassolungo is called the Saslong. Paul Grohmann, a Viennese mountaineer and pioneer, climbed the 3,181-meter-high peak for the first time in 1869. Accompanied by two South Tyrolean alpine guides, Peter Salcher and Franz Innerkofler, he left Ortisei to undertake this risky endeavor with an uncertain outcome. Back then, mountaineering was still in its infancy. Inexperienced and ill-equipped for today's standards, the three pioneers risked being overcome by landslides when crossing a gully-covered inscree, but finally reached the majestic peak of the Val Gardena's local mountain, considered impregnable up until that time. August 13, 1869. Paul Grohmann, Franz Innerkofler and Peter Salcher achieved their dream, an exceptional feat that will live in the history of mountaineering. Sassolungo, a massive rocky pyramid dominating the horizon. Flanked by the peaks of the Sasso Piatto and the Punta Grohmann, the Sassolungo group is one of the most popular subjects for photos in all South Tyrol. The sight of these mountains has always caught the imagination of the inhabitants of the valley. Many myths and legends surround this imposing, evocative group in the Dolomites. One of these legends tells us how Sassolungo got its name. Pupils in year one learned a story from their teacher. In the exact place where it all happened, at a time when this area was inhabited by giants. Vor langer, langer Zeit lebten am Sellerstock viele Riesen, richtig große Riesen. They were good giants who did no harm to anyone. However, one of them was a villain. His name was Sassolungo. He seized every opportunity to steal things. He would sneak into the homes of people in the valley and steal fruit or other food, and sometimes even gold coins. Und deswegen waren die anderen zornig. Zuerst wussten sie nicht, wer das war. But after some time they caught Sassolungo red-handed. He denied everything and acted very offended. So, for a while, Sassolungo managed to get away with it. However, he still had an uncontrollable urge to steal. Again and again, he slipped into the homes of people in the valley. But one day, when he was trying to steal a farmer's hens for the umpteenth time, he was seized and brought before the Great Council of Giants. This time, Sassolungo's protestations of innocence were to no avail. The sentence was harsh and took the form of a magic spell. Condemning the undesirable Sassolungo to slowly sink into the ground. And there, it is said, he still remains. His existence on Earth is proved forever by the sight of his head and the five fingers of his right hand, pointing up into the sky. Und alles ist zu Stein geworden.
Und deshalb ist das der Langkofel, die Spitze, die wir da sehen. Und daneben die Fünf-Fingerspitze. Legends are one thing. Scientific evidence of the past is quite another. Little is known of ancient times here in the Dolomites. However, prehistoric items have been found under the Plan de Freya rock ledge between Selva and Passo Gardena. The excavations have unearthed arrowheads, needles, and other tools. They date from the Latene era and are thought to belong to hunters who found shelter under the Plan de Freya during their forays. Archaeologists have dated these objects to 6000 before Christ. When mist envelops the majestic mountains increasingly often and the sun's rays light the valley later and later each day, this heralds the arrival of autumn in Val Gardena, sometimes even at the beginning of August. This is the time when the Dolomites, with their white walls, vertical cliffs and hundreds of different peaks, show themselves in all their incredible beauty. The meadows in the mountain pastures gradually lose their intense green color and the first larches are tinged with brilliant yellow. The most beautiful aspects of Val Gardena, how the Dolomites were created and in the footsteps of the valley's most famous ski champion, to be continued. On the first Sunday of August, the people of Val Gardena show off their most attractive outfits in the Great Folk Tradition Parade. In the past, the traditional Tyrolean costume was everyday clothing. Now it is only worn on special occasions. It is commonly known that the costume of Val Gardena is reputed to be the finest in the entire Alpine Arc. The Krepatz family is almost ready. We can watch them as they prepare for the traditional parade in Ortisei. Jetzt ist die Leila bereit für den Umzug. Sie trägt die schöne Krone auf dem Kopf, ein Samtband, den wertvollen Hornkamm und dazu die schöne Spitzenschürze und den Spitzenkragen. Der Junge trägt die rote Weste und die grünen Hosenträger, dazu eine plissierte Halskrause. Er kommt aus St. Dulrich, während hingegen die Buben in St. Christina und Wolkenstein einen Hut tragen und St. Christina zusätzlich noch eine Jacke. One can identify the social status of people in Val Gardena by their costumes. As people grow older or get married, they will also change their traditional costume. A woman's headdress will indicate whether she is unattached or already engaged. And the same goes for single boys or men. The inhabitants of Ortisei parade with great pride in front of a crowd of delighted tourists. The parade is both a show for the outside world and a return to their roots, confirming the historic identity of this little ethnic group. Nasondra Tuntanch, Ketropajans, Vronaschjank, Gwant Talagadaina, Tolpert à la Manifestation, Tolpert Prala Bela Festes, Luc, Ikash, Versperte Nostra Tradition, Versperte Nostra Legrazza, Nostra Kultur Ladina. Wir sind sehr froh, dass viele Leute heutzutage noch die Trachten anziehen, dass sie an den Festlichkeiten in Tracht erscheinen und dass sie somit unsere Kultur, unsere Freude, Ladiner zu sein, weitertragen. Ladins in South Tyrol. A minority within a minority. Without a great nation to protect them. Nonetheless, the Ladin people have managed to maintain their cultural identity to this day, shown by their strong sense of belonging to the unique Dolomite landscape.
Manfred Stuffa and his companions Alexia and Elena are near the top of the Piz Tacir, almost 2,600 meters high. Although the two girls from Val Gardena are not experienced climbers, they are moving calmly along this almost vertical wall, firmly secured to the steel rope. The group is surrounded by jagged towers of rock and steep walls with breathtaking views all around. Occasionally, as here at a height of 2,300 meters, they have to climb up steep rocky steps and over loose stones without the use of safety devices. Das Wichtigste, was wir da haben, sind einfach unsere schönen Berge. Und das liegt mir am Herzen, das zu betonen, nicht nur als Bergführer, sondern auch als Mensch. Meine große Liebe ist für die Berge und ich glaube auch für jeden Touristen ist das wert, das die große Liebe. Alexia and Elena, who have so far only seen these mountains from the valley below, are happy to open their hearts to this new feeling. They are experiencing the Dolomites today from a whole new perspective. When you climb the Pale Mountains and look carefully, you notice many distinctive features that set them apart from other mountains. Listening to what Manfred Stuffa tells them, Alexia and Elena are also able to find traces of the origins of this unique rocky landscape. The walls, slopes, and stony deserts of the Dolomites are evidence of their creation, which took place over millions of years. The Sella Massif, the Puez Odel Group, the Sassolungo, all these mountains originated in the warm waters of a tropical sea. Die Gesteine vom Gredental seien nicht hier entstanden, wo sie jetzt sind, sondern viel weiter im Süden, Richtung Äquator. Dort gab es damals einen riesigen Ozean, das war der Tethys-Ozean, und in dem haben sich diese verschiedenen Meeresböden einer über dem anderen abgelagert. The Dolomites take their name from the French geologist Déodat de Dolomieu, who studied the rocks of these mountains and noticed that they were harder and more fragile than limestone. Simon Messner and Martin De Jori really like these hard stratified rocks. Für mich sind die Dolomiten selber als Gebirge, ich will nicht sagen das schönste Gebirge, aber klettertechnisch und weil ich hier auch teilweise aufgewachsen bin, bedeuten sie mir schon sehr viel. Und ich glaube, jeder, der einmal einen guten Dolomitfelsen in der Hand gehabt hat, als Kletterer, der kann es genau nachvollziehen. In Martin De Jori from Gardena, Simon Messner has not only found his climbing partner, but also a friend with whom to share these thoughts. Mit Simon hat man wirklich immer Spaß, also er ist ein offener Mensch und wirklich fein mit ihm zu klettern. Man hat auch gleich das Vertrauen, das ist in diesen Wänden sehr wichtig, also dass man gleich schon eine Verbundenheit hat. Wenn man sieht, dass der Kletterpartner sicher unterwegs ist und er sozusagen sicher am Felsen sich hält und auch gut absichert, dann ist das eine sehr feine Sache. Martin and Simon are part of a new generation of mountaineers, a close-knit team with top-level physical training and expert climbing techniques. Each of them plays a responsible part in achieving their common goal. The Dolomites are not only an exciting place for mountaineers and climbers, but are also a paradise for geologists. Die versteinerten Skelettreste des Fischsauriers wurden in den Buchensteiner Schichten der Cejeda 1968, also bereits vor 50 Jahren, genau von Comprey und Strobel aufgefunden.
Das Besondere und die wissenschaftliche Bedeutung liegt eigentlich darin, dass es der einzige Fund eines Fischsauriers für die Zeit des Ladinikums ist und es sich dabei um eine sehr primitive Form dieser Lebewesen, dieser Raubtiere des Urmeeres, der Thetis, handelt, noch mehr einem Saurier, einem Reptil als einem Fisch ähnlich. The Dolomites were first formed 260 million years ago somewhere in equatorial Africa and then pushed north towards Europe. It was an incredible journey for these mountains, which are regarded as among the most beautiful on Earth. Alexia and Elena, together with their guide Manfred Stufer, are getting ever closer to their goal, to be able to view their homeland Val Gardena from above. Es ist schwer, einen Klettersteig zu führen, vor allem wenn wir in Gleiter unterwegs sind, weil das, was die Leute auch suchen und das, wo sie, das, was ihnen am besten gefällt, ist allem die Einsamkeit, was auf dem Berg oben, auf einem Gipfel oben sein kann. But the mountains also offer a combination of adventure and natural beauty. And this gives you a special feeling, the joy of being up high. Bei meiner Arbeit ist das auch ein Teil vom Skienen. Und ein anderer Aspekt ist eben das, was meine Gäste empfinden. Und das miterleben können, die Freude, was sie oben noch erklettert tun, das ist für mich das Schönste bei dem Beruf. And here is the reward for Alexia and Elena from the top. A spectacular scenic view. Quand je rejoins une pizza, je le premier chic chose. Ou d'ailleurs la chose de la soujou, c'est un bellissimo sentiment. Das heißt so viel wie, wenn man die Spitze erreicht hat, dann ist das für mich wie daheim sein, das Zuhause mal von oben mal zu sehen. Und das gibt einfach ein wunderschönes Gefühl. The Dolomites. A treasure that was long undervalued by the local people. Instead, the mountains were regarded as a danger. Wenn man fast 200 Jahre zurückgeht, dann sind die ersten Touristen, die sind hierher gekommen, um die Berge zu besteigen, um die Berge zu erobern. Das war Neuland. In die Einheimischen hat das nicht interessiert, auf den Berg aufzusteigen. Aber Leute, die sich das leisten haben können, von weiter weg, vor allem vom Norden Europas auch, von England zum Beispiel, sind dahergekommen und haben die Berge bestiegen. Winter as well as summer has a particular charm in the Dolomites, and Val Gardena is one of the regions with a long history of winter tourism. However, winter tourism spread through Austria before coming here. Italy's annexation of South Tyrol initially had a paralyzing effect on the region and its people. Later, however, the hard work and tenacity of the local people helped to make up for lost time. Unlike North Tyrol, winter tourism only took off here in the 1930s. When skiing began to be seen as a fashionable sport in the post-war period, the first ski courses were held at the foot of the Sassolungo Massif. The first ski school was opened, and so winter tourism began. Ski enthusiasts from Val Gardena are always coming up with new ideas, with new ways to prepare the slopes and establish infrastructure. They have quickly managed to match the standards of the best-known ski areas in North Tyrol, Vorarlberg and Switzerland. For 50 years, Val Gardena has also been a fixture on the winter sports competition circuit. One of the most spectacular men's downhill events is held every year on the famous and feared Saslong ski run.
Peter Rangaldir from Gardena knows this course all too well from the time of his career in alpinskiing. Es ist da eine Legende, einfach, wenn man schon seit 1969 da gefahren ist, war Weltmeisterschaften 70 Jahre. Und deswegen seit Sam ist traditionell Downhill immer da in Gröden. Für die Gröner ist das Anfang der Saison sehr, sehr wichtig. Erst einmal ist ein Zeichen, dass es möglich ist, Ski zu fahren, weil Anfang oder Mitte Dezember ist nicht immer logisch, dass man überall Ski fahren kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sagt, dass in den Dolomiten Schnee genug ist und dass die Pisten vorbereitet sind. Das ist ja ganz wichtig. Skiing gives one an appetite. And anyone looking for something satisfying in Val Gardena should try the traditional dishes prepared in the kitchens of mountain farmers. Anna Peratoner knows the old recipes better than most, and counting calories is the least of her concerns. Food should provide you with energy, as in the past. Das haben die Alten schon gemacht und das halt die ein bisschen drauf, weil ein bisschen alte Gerichte soll man mitnehmen und weiter. Latin dishes are made from simple ingredients: flour, water, salt, and lard. At one time, this is all they had in Val Gardena. The poor dishes of the past have become today's specialities. Von früher auf heute ist sicher eine große Umwandlung gewesen durch den Tourismus. Früher hat man vielleicht mehr arme Gerichte gegessen und jetzt wären die armen Gerichte schon gegessen, aber die wären retuschiert. Gell? Und dann sind sie nicht mehr die armen Gerichte. Aber sie werden gemacht. Sie werden wieder gemacht. Speise der Power, jenier für Saurida der Cousine, Kularaba Champla. Man kann nicht immer gutes Bäuerliches kochen mit einfachen Zutaten. Val Gardena is home to many famous skiers. It is no surprise, considering the size of this alpine arena. The most successful ski champion from Val Gardena is Isolde Kostner. This skier has won 3 Olympic medals, 2 world titles and a World Cup in the downhill event. She now has 3 children and enjoys the peace and quiet away from the competition circuit. Ich gehe ganz gerne auf Skitour mit jemandem mit oder nehme jemanden mit. Heute war ich mit der Verena unterwegs und das ist einfach schön. Dann haben wir Zeit, uns zu unterhalten und ich genieße das dann. Wenn ich auch komme, dann genieße ich richtig die Aussicht und das ist ja, eine Genugtuung. It's easy to escape the tourist frenzy here in Val Gardena. In the Dolomites, there are endless ways to get away from the slopes by practicing ski mountaineering, leaving the hustle and bustle far behind. Each in his own way. Kmela Dolomites, Krebs de Chauch, Plans de Maruella. Das heißt in Deutsch, dass für mich die Dolomiten wundervolle Felsen sein. Having them right on her doorstep is a real privilege for Isolde Kostner, who appreciates this very much. Na, ich bin viel herum gewesen in der Welt Skifahren, aber in Gröden ist es einfach so besonders, weil es so weitläufig ist. Man fährt tagelang, kann man jeden Tag irgendwo anders hinfahren. Einfach andere Ziele erreichen, allein mit dem Skifahren, ohne Auto, ohne Bus, ohne gar nichts. Und das ist also richtig eine einzigartige Sache. Sei es Winter wie Sommer, Frühling, Herbst, es ist einfach eine großartige Bergkulisse da. Und abends ist es sowieso allem am schönsten, eben, wo die Sonne nicht ganz hoch steht. Das sind die Lichtspiele, was es da in die Berge gibt, die am Abend
werden die Berge oft so rot. Das sind die schönsten Momente für mich im Tag. Und die geben mir so viel. Und ich schätze das total. Val Gardena, a valley of myths, traditions and customs. A valley surrounded by strange rock formations and the imposing walls of the famous Dolomites, the most precious asset of the local people. The prosperity of the entire valley depends on the mountains. They form a picturesque alpine backdrop, but they are also the arena for skiing, walking, and relaxing. At their heart are the unspoiled pastures for the animals. Despite its vocation for tourism, Val Gardena has not lost its authenticity. It has managed to keep its culture, language, and traditions all intact. The Dolomites of Val Gardena are a unique and extraordinary gift of nature, with the Ladins value more than ever and intend to look after for future generations.